Das Graduiertenkolleg im Sonderforschungsbereich 841 bietet Studenten der Naturwissenschaften und der Medizin eine konzentrierte grundlagenwissenschaftliche Ausbildung und die Promotion. Theorie, Praxis und jede Menge Erfahrung auf internationalem Niveau. Die Teilnahme ist Herausforderung und Chance für angehende Forscherpersönlichkeiten. Es gibt einem einen riesengroßen Einblick in die Forschung. Man muss schon im Herzen dabei sein, weil ja, es sind teilweise lange Arbeitszeiten, aber es macht Spaß. Das tut uns natürlich gut, dass wir gerade Graduiertenkolleg so einander helfen können. Für mich war das auf jeden Fall die beste Wahl, die ich hätte treffen können. Gisa Tieks leitet das integrierte Graduiertenkolleg. Ohne Nachwuchs hat die biomedizinische Grundlagenforschung keine Zukunft. Der SFB 841 will die besten Naturwissenschaftler und Mediziner für die Wissenschaft gewinnen. Es gibt eben Studenten, die sehr an Wissenschaft interessiert sind und die wollen wir identifizieren, herausfischen. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Universitätsmedizin ist es natürlich essentiell, dass Medizinstudenten frühzeitig an Wissenschaft herangeführt werden. Mediziner und Naturwissenschaftler trainieren hier gemeinsam. Ein fester Termin ist der Journal Club. Reihum werden interessante Paper referiert, natürlich auf Englisch. Heute ist Sergio dran. Ich finde es schon was Besonderes, weil man ist vor vergesammelte Mannschaft und die Betreuer, die direkte Betreuer sind da. Man muss bereit auf die Fragen sein. Dann geht es wieder ins Labor. Jeder Kollegiat bearbeitet sein eigenes Projekt. Wir vermessen jetzt T-Zellen und wir möchten wissen, wie viele T-Zellen, die an sich inflammatorische Zellen sind, sich letztendlich umwandeln in regulatorische T-Zellen unter bestimmten Bedingungen, die wir in Kultur setzen. Selbstständig arbeiten von Anfang an. Aber nicht alleine. Gegenseitige Hilfe ist selbstverständlich. Und Unterstützung von erfahrenen Wissenschaftlern. Das Wesentliche ist im Prinzip das Betreuungskonzept in diesem Graduiertenkolleg, also diese Thesis Committees oder Betreuungskommissionen, die sich hier zusammensetzen, einmal aus dem direkten Betreuer der Promotion und zwei anderen Projektleitern im Graduiertenkolleg. Und diese treffen sich regelmäßig mit dem Doktoranden. Das Programm hat aufeinander abgestimmte Bausteine. Den Journal Club zum Einüben wissenschaftlichen Präsentierens. Eine interdisziplinäre Ringvorlesung. Das Methodenseminar. Workshops in Biostatistik und Scientific Writing. Und ein Gastwissenschaftlerprogramm, das hochrangige Forschungsprojekte und Kontaktmöglichkeiten vermittelt. Amelie hat ihr Jahr im Graduiertenkolleg schon hinter sich, aber sie forscht noch weiter an ihrem Thema. Abgeschreckt hat die viele Arbeit sie nicht, im Gegenteil. Es war so ein ganzes Jahr voll mit Kombination aus Forschen und Lernen, aber auch Spaß und Leute kennenlernen. Also das Gesamtpaket war sehr gut. Ich wollte immer eine experimentelle Arbeit machen. Außerdem besteht immer die Möglichkeit, wenn man in einem Universitätsklinikum arbeitet, neben der krankenhäuslichen Arbeit, dann auch nebenbei zu forschen. Und das ist mein Ziel, das ist das, was ich mir wünsche.